Okay, das geht weiter. Aber bevor ich anfange, zeige ich euch erstmal, was alles, was hier passiert ist. Außer das da jetzt. Ich habe ein paar neue Kombos gemacht, die ihr seht. Und noch zu kurz das hier. Da ist ja ein kleines L jetzt neben dem. Das heißt es, dass es, das war auch eine kleine Beschreibung dazu, aber ich kann das nicht mal wiederholen. Also, es gibt vier Stufen. L heißt Ladebeschleunigung, es ladet schneller. ST gibt es auch noch, das heißt, je höher die Stufe, desto stärker es ist. Da gab es noch etwas. Wie heißt das nochmal? Ach egal, wenn das kommt, dann kann man sowieso das sehen. Ich habe noch Vita bekommen. Vita habe ich aus einem Drehschlag und gemacht, fusioniert und habe dann Vita bekommen. Das habe ich dann aufgestuft. Ja. Und ja, das sind jetzt momentan meine Attacken. Und levelmäßig habe ich jetzt ein bisschen gelevelt. Ich habe jetzt 3 Stufenchips, also 3 Level dazu. So, jetzt ist das verbunden worden mit dem einen Prozessor, mit dem anderen Prozessor. Doppelkern geschaffen. Die Chips zwischen den beiden Prozessoren haben hier zweifache Wirkung. Ach so. Ich verstehe. Ach so, okay, okay. Ich habe da eine Idee. So, was ist das denn? Egal, mache ich daraus Stufenchips, damit ich ein Level höher komme. Stufen 15. Ja, ich bin der Stufe 15. Hm, so schnell geht es. Das wusste ich gar nicht. Cool, cool, cool. Jetzt machen wir noch Elteria rein, damit das jetzt verbunden ist. Oh, damit kannst du 4 Kommandos. Ich bin eine blaue Bonus-Booster mit Überschuss mit dem Prozessor, um neue Kommandosteckplätze in der Kommandomatrix freizuschalten. Attacke, damit haben wir die Fähigkeiten ausgelöst. Blocken gelernt. Okay. Okay, die mache ich da mal rein. Und Glückspilz. Die kann man erst bekommen, wenn man so einen R-Debugger bekommen hat. Und ja. Okay, ich bin in Stufe 15. Geht ja auch schnell, wenn man es kann. Ausrüstungsmatrix. Ich habe das auf die höchste Stufe gemacht. Damit habe ich auch dieses hier freigeschaltet. Dickes Fell. Dann Angriffskommando, oder glaube ich, das habe ich schon. Und jetzt kann ich das so umstellen, wie ich das will. So, aber zu diesem Fall gibt es hier nicht. Deswegen muss man das oben hier machen. Damit kann man das jetzt einstellen, wie man es haben will. Das Protest, damit füllen wir den physischen Schaden. Kann man immer gebrauchen. Hier, das ging echt schnell mit Stufe 5. Das wusste ich gar nicht, dass es so ist. Naja. Alles in Ordnung? Ja, danke. Okay, dann lass uns ins Laden zurückkehren. Ach, übrigens, Truck. Hast du sowas schon mal gesehen? Ein L? Ach, so eins habe ich auch. Hier, guck mal. Guck mal, jetzt fusionieren sie sich wieder. Lass uns sehen, ob wir sie zusammenfinden können. Aus 2 Ls wurde ein L. Hey, es hat geklappt. Aber... es fehlt immer noch eins. Was? Denkst du, das könnte das sein? Ein Schlüsselloch vielleicht? Inwiefern sieht das aus wie ein Schlüsselloch? Das könnte... was hast du? Ach nichts, lass uns zurückkehren. Eis erhalten. Jetzt auf einmal. Fick dich, Spiel. Eiskalt fick dich. Okay, ich habe jetzt Eis. Aber, ach, egal, gucken wir mal. Es sind sowieso jetzt keine Gegner im Weg. Ich habe ja sowieso schon alle ausgerottet, so gesagt. Und so, ein bisschen springen. Ach. Einfach rüber hier. Ah, Stufe 15, ich dachte, ich bin jetzt Stufe 8 oder so, aber naja. Wenn man schlau mitdenkt, dann geht's auch. Aber erstmal ein bisschen heilen. Ha! Trag weg hier! Lauf so schnell du kannst, so Sid. Mach ich's. Sei vorsichtig. Und? Bist du zufrieden mit dem Chaos, das du ja überall angerichtet hast? Wollen wir... wie? Weg ist er?
Dieses Fragment könnte zu den anderen passen. Und damit haben wir... Wusste ich doch, genau so ein Schlüsselloch, wie der Kerl auch auf der Insel zurückgelassen hat. Soa, kannst du mich hören? Mickey, das musst du dir anhören. Ich habe wieder so ein Schlüsselloch gefunden, wie auf der Insel. Wenn es wieder so ist wie beim letzten Mal, ja, die Quelle der Anomalien könnte sich dahinter verbergen. Genau, und wenn ich sie besiege, könnte die Stadt wieder werden wie früher. Was auf der Seite? Bla. Habe ich auch die Wahl, was Neues zu machen? Okay. Los geht's mit dem Kampf. Und die lila Tür kommt. Also der Gegner muss immer der Panzerrüster sein, oder? Das müsste der Panzerrüster sein. Ab hier beginnt ein Abschnitt mit automatischem Scrolling. Du erleidest Schaden, wenn Blöcke dich... Ach ja. Ich hab's vergessen. Was denn hier passiert? Ich fühle mich so flach. 2D. Sora, sieh dich vor. Die Schlüssellöcher scheinen irgendeine Regel zu haben. Irgendeine Energiequelle verzerrt die Welt um dich. Eine Energiequelle? Glaubst du, das ist wieder so ein mächtiger Gegner wie auf der Insel? Die Quelle der Anomalien scheinen wir jedenfalls gefunden zu haben. Das ist gut möglich. Ihr Signal kommt von weiter hinten. Okay, dann nichts wie hin. Sei aber vorsichtig. Es sieht so aus, als könntest du deine Kräfte hier nicht in vollem Umfang einsetzen. Keine Sorge, ich schaff das schon. In diesem Abschnitt kannst du deine Ausrüstungskommandos nicht einsetzen. Kommando-Overlays ermöglichen dir in Spezialabschnitten begrenzt sehr mächtige Kombos auszuführen. Wegen starker gegnerischer Interferenzen kannst du in diesem Abschnitt deine Fähigkeiten nur eingeschränkt nutzen. Okay. Ich kann mich dauernd das hier verfolge das Signal, ist klar, aber es kommen gleich Gegner, ich weiß. Damit kann ich jetzt so Spezialfeuer-Moves. Ey, das will ich haben. So. Krieg ich eine neue Fähigkeit auch mal? Das war jetzt dumm gemacht. Okay, ich glaube, ich hätte es besser machen können. Was willst du eigentlich, du Dummkopf? Okay, das war knapp. Nein! Ey, das hätte ich echt besser machen können. Jetzt kann ich mich dafür selbst boxen. Mann. Ah, das mache ich nicht. Außer ihr wollt es. Es kommt sowieso bald ein Spezialvideo, so gesagt. Ja, ist klar. So, jetzt kommen die ganze Gegnerreihe. Und so. Jetzt auf einmal geht es extrem langsam. Ich hätte es besser machen können, verdammt. Ja, in der Zeit schnell, aber trotzdem. Ich hätte es besser machen können. Naja, es ist ja sowieso nicht das letzte. Jetzt kommt noch eins. Das ging viel schneller, oder? Es werden immer mehr Blöcke. Die kleinste Unachtsamkeit kann fatal sein, Sora. Das Signal kommt von weit hinten. Ist gut. Ja, diese Nachricht haben wir ja schon davor bekommen. Und so. Oh. Okay.
bin ich auf den Kopf gefallen. Nee, nee, nee. So. Das könnte ich mehr gebrauchen, um Punkte zu sammeln. Den Platz geschafft. Irgendwas Fettes habe ich gehört. So. Aber diese Dinger hier haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Nee, nee, nee. Davon kommen noch mehr. Hallo? Ich dachte schon hier. Nein! Mich verarschen? Ey, nicht dein Ernst. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will nochmal. Ey, das ist beschissen. Ey, ich bin nochmal. Ich bin echt nicht damit zufrieden, mit das, was ich gerade hier geleistet habe. Ganz und gar nicht. Ach, das war so eine Scheißaktion von mir. Ach, leck mich, du kleine Mistgestalt. Kann ich nur so eiskalt versagen? Das geht doch gar nicht. Leck mich, ihr Bastarde. Und du auch. So, 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 so. Tut mir leid, Leute, dass ihr diese komischen Sachen sehen müsst. Ich krieg so eiskalt schlechte Bewertungen, das weiß ich jetzt schon. Es sollte Stufe 15, aber was ist? Ach, lenkt mich mit den Punkten, das ist sowieso schlecht. Zu schlecht. Mickey, was ist mit dem gegnerischen Signal? Du kommst ihm immer näher. Dringe weiter vor. Alles klar. Das ist der letzte Abschnitt, oder? Ja, der letzte. Ja, geht doch. Nur ich schaffe es doch. Egal, bei Mario hat man das gesehen. Es ist der einzige Grund, warum ich sowas kann. Wow. Jetzt bin ich wohl endlich nicht mehr in der Stadt, Travis. Achtung, Sora. Du bist dem Feind jetzt ganz nah. Blitz ist am effektivsten gegen den Boss, der jetzt kommt. Der hat die komische Fisch. Das war ein Panzerrüster. Und was habe ich euch gesagt? Viel schwerer in Erinnerung. Schwimmer eine Runde. Ja, du bist bist irgendeine Hüpftante, hör auf. Eine zweite Form gehabt oder war das wirklich die einzige Form von ihm? Ich bin echt schwerer in Erinnerung. So schnell? Okay, dafür kriege ich eine bessere Bewertung. Und
S? Okay, geht doch. Du heilige Schleim. Wunschgestirn. Rüste dein neues Schlüsselschwertschiff aus, um deine Fertigkeiten einsetzen zu können. Es sind immer noch Blöcke hier. Ach du Scheiße, ich habe ein S bekommen. Ob es noch einen zweiten Gegner gibt? Nein, ich glaube nicht. Der Einfluss des Gegners von gerade wirkt wohl nicht noch nach. Da du die Ursache des Problems aber beseitigt hast, solltest du sie mit deiner Macht bannen können. Wie meinst du das? Du hast eine besondere Gabe, Sora. Versiegel das Schlüsselloch mit dem Schlüsselschwert. Okay, ich werde es versuchen. Und es wurde versiegelt. Damit sollten die Blöcke aus der Stadt verschwunden. Danke, Sora. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. But what about that guy in the black hood? I mean, he could be the one behind this whole mess. It's another new entry. It looks to me like a new message gets added every time a world inside the journal is repaired. Yeah, just like before. Well, I sure didn't write anything like that in the journal. Hey, do you fellers think that maybe the journal's trying to tell us something? You're in the castle? What happened? We gotta check the rest of the castle now. Well, fellas, I hate to say this, but we're trapped. Well, what? What came to me hide this room in the castle? Huh? What's that? Undo the hurt. To unbar the way? Gorge, we're trying. It said we've already undone some of it, right? Well then, we'll just have to keep going, repairing the journal's data as fast as we can. Oh! Your Majesty! I think Sora just might have reached the next world. But we gotta do something about the castle. I'm as worried as you are, Donald. But right now, our best hope is fixing up the journal. Mm-hmm. Okay.